sonnig starten wir hoffentlich in ein sonniges Wochenende. Es wird nämlich sonnig gekocht. Ein sonniges Kokoscurry. Jetzt habe ich aber das Wort Sonne oft genug gesagt. Aber genau. Ein bisschen Sonnenschein haben wir heute auch im Studio. Adese Wolf ist bei uns. Sie selber ist holistische Ernährungsberaterin. Was das ist, das wirst du uns im Laufe der Sendung erklären. Aber nicht nur das, es wird auch gekocht. Und damit erstmal herzlich willkommen natürlich zu der letzten Sendung im Juli. Dann steht der August schon an, des leichteren Lebens. Aber Sie können sich heute freuen, denn es gibt ein wirklich tolles Gericht. Ich kenne es, ich habe es schon gekocht. Und wenn ich das schaffe, dann kann man wirklich sagen, es schafft jeder. Mit wenig Zutaten wirklich etwas sehr, sehr Schmackhaftes. Das werden wir heute zaubern. Also Stift wahrscheinlich schon mal parat halten und ja, sich die Zutaten notieren und dann am Wochenende vielleicht mal nachkochen. Aber das ist nicht alles, was wir heute in der nächsten Stunde haben. Sandra Kubitzer ist bei uns, hat sich mal ins Bähnchen gesetzt und ist zum leichteren Leben gekommen. Denn wie du so ein bisschen die Zeit jetzt gerade auch überbrückt hast, das ist, glaube ich, auch dein erster Auftritt seit Mai wieder hier. Mhm, ne? Ja. Darüber werden wir uns auch unterhalten. Und du hast natürlich auch ein Thema mitgebracht, wo es auch um Arbeit geht, um deine Arbeit, nämlich Auraschutz und Reinigung. Ja. Was du unseren Zuschauern für Tipps gibst, das werden sie auch erfahren. Und wir werden mit Susanne Schrimpf auch noch reden. Die ist uns zugeschaltet, die sitzt schön zu Hause, aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich als Lebensberaterin für Sie da, wie im Übrigen viele andere Lebensberater unter der eingeblendeten Telefonnummer. Auch da können Sie zwischen 10 und 13 Uhr natürlich auch Lebenshilfe bekommen. Ich glaube, ich habe alles gesagt und bin schon mittendrin im Kokoscurry, das es heute gibt, mit Zutaten, die mich, ich gebe es ganz ehrlich zu, Adese, am Anfang ein bisschen stutzig gemacht haben, weil so ein Curry, asiatisch, stellt man sich ja in irgendeiner Form immer ein bisschen anders vor. Das sind aber schon Lebensmittel, die, ja, die wir alle ganz normal auch im Supermarkt bekommen. Auf jeden Fall. Also Saisonalität und im besten Fall auch regional einkaufen ist mir super wichtig, weil wir natürlich, wenn es ums Thema auch leichter Leben geht, gesünder Leben, da einfach noch mehr Vitamine herausziehen können, je kürzer die Lieferketten sind. Und deswegen achte ich da eben ganz stark auch drauf. Und war mir ein großes Anliegen dann einfach auch mit diesen Zutaten zu kochen. Ja, und wir haben uns ja auch schon mal kennengelernt. Noch nicht persönlich, heute zum ersten Mal, aber über den Bildschirm. Denn wir waren ja auch Corona-bedingt in der Zwangspause, haben aber trotzdem über Instagram viele, viele Gäste begrüßen dürfen. Du zähltest dazu. Ich war in meiner eigenen privaten Küche damals das Kokoscurry nachgekocht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will es nicht so schwer. Ich will ein einfaches, schönes Sommergericht. Und ich muss wirklich sagen, es ist mir ausgezeichnet gelungen. Ich bin mal gespannt, ob du es genauso gut hinkriegst wie ich. Aber wir gucken einfach mal. Holistische Ernährungsberaterin, was bedeutet das? Also der ganzheitliche Ansatz ist für mich so dieser wichtige Ansatz und der, der einfach auch das gesunde und auch glückliche Leben dann am Ende ausmacht. Denn nur sich auf den Teil der Ernährung zu stürzen oder ich sag mal nur Teil Bewegung mit in sein Leben aufzunehmen, dass man viel Sport macht, oder das ist mir einfach zu wenig. Also ich finde es einfach wichtig, da diesen ganzheitlichen Ansatz, natürlich auch Mindset, wie gehe ich mit mir selber um, welche Bedürfnisse habe ich, da all das mit einzubeziehen. Und das, ja, das ist eben das, was ich so über meine Kanäle, über mein Buch und so weiter mit anbiete. Was ja sehr, sehr spannend ist, denn wenn man sich an die Zeiten vielleicht der 80er, 90er Jahre erinnert, wo natürlich schon auch im Fernsehen oft gekocht worden ist, wo natürlich die Sterneköche wie Schubeck und so weiter und so fort in der Popularität gestanden haben, immer noch stehen, die aber eine ganz andere Art der Ernährung natürlich auch vorgelegt haben. Heute, die Sterneköche nähern sich genau diesem ganzheitlichen Gedanken. Ne? Also man kann auch vegane Küche sternemäßig hinbekommen. Das hätte wahrscheinlich jeder Schubeck vor 20 Jahren noch bezweifelt. Ja, ich denke auch, Ernährung ist ja auch so ein Thema oder auch das Kochen an sich, was sich auch stetig weiterentwickelt. Ne? Also auch das, was vielleicht vor 15 Jahren noch nicht ganz so aktuell oder überhaupt noch nicht publik war. Also ich sage jetzt auch mal für mich auch, ne? Ich bin auch immer dabei, immer wieder dazu zu lernen, neue Dinge auch mal auszuprobieren. Und da ist, glaube ich, so ein Weg, dass man einfach auch mit am Ball bleibt und dann auch offen für Neues ist. Ja, und das ist, also beschränkt sich auch nicht nur auf die vegane Küche. Ich bin ja auch, was das angeht, ich sag mal, auch da
Es ist breit gefächert. Breit gefächert, die gesunde Küche einfach. Genau. Gesund ist für jeden natürlich irgendwie so ein bisschen was anderes, aber man kann nicht darüber streiten, dass natürlich einige Lebensmittel unserem Körper besonders gut tun. Ja. Und das ist natürlich auch das Gemüse, das ist natürlich auch etwas, was in deinem Leben eine große Rolle spielt und du hast saisonal schon angesprochen. Das heißt, wir können uns ruhig auch auf unsere Produkte, auf unsere Bioprodukte spezialisieren, ohne dass Einkaufen nervig sein muss oder dass Einkaufen auch so teuer ist. Also mit ein bisschen Achtsamkeit, und da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, kann man hier die Bauern, die Wirtschaft, Produkthersteller natürlich auch unterstützen. Genau, unbedingt. Und all das gehört auch mit so zu meiner Philosophie. Ne? Also wirklich da auch, wie gesagt, nochmal diesen ganzheitlichen Ansatz und eben, wie auch gerade schon, wie du gerade gesagt hast, schauen, woher beziehe ich meine Produkte, wie ist vielleicht die Geschichte dahinter, kann ich dann denjenigen, den Produzenten vor Ort unterstützen, anstatt dann die Dinge von weit her zu holen und im schlimmsten Fall gar nicht zu wissen, wo es herkommt, wie es vielleicht angebaut oder verarbeitet wurde. Und das sind eben so Dinge, die für mich zu einem gesunden, ganzheitlich gesunden Leben auch dazugehören. Es ist, wie gesagt, eben nicht nur die Ernährung, sondern der Blick hinter den Teller, sage ich auch immer. Ja, und man muss einfach mal sagen, dass die gesunde Ernährung auch eine schnelle Ernährung, eine schnelle Ernährung sein kann. Ich bin ja so ein Kind der ich sage jetzt mal, Miracoli-Generation, der Ravioli-Generation. Das heißt, Dose auf und rein in den Topf oder Nudeln gekocht und die fertige Soße drüber gemacht. Also, wenn man noch jung ist und einfach nicht so viel Zeit in der Küche verbringen will. Was wir aber alle gelernt haben, ist, dass es genauso schnell geht, wahrscheinlich, eine Tomatensauce selber herzustellen. Genau, also gutes Stichwort, denn Stichwort Meal Prep haben vielleicht auch viele schon. In den letzten Jahren ist das ja sehr hochgekommen, auch der Begriff, also Mahlzeiten tatsächlich dann vorbereiten, ein bisschen strukturierter vorgehen, damit man in der Woche auch gut durch die Woche kommt. Denn Fakt ist ja, dass wir alle am Ende des Tages nicht so viel Zeit haben. Manche beschäftigen sich auch nicht so gerne in der Küche, muss man auch sagen. Und man muss sich aber auch nicht so lange in der Küche beschäftigen. Also es gibt wirklich viele Rezepte und das ist auch mir sehr, sehr wichtig, bei meinen Rezepten, die ich teile, darauf zu achten, dass sie super schnell umgesetzt werden können, dass sie auch sich mitnehmen lassen, dass sie gut vorzubereiten sind und dass man eben gleichzeitig aber auch das Beste so für sich und seine Gesundheit dann da herausholen kann. Jetzt geht man heute in die Buchhandlung und wird natürlich erschlagen von der gesunden Ernährung, von Büchern, von Kochbüchern. Jeder bringt natürlich irgendetwas auf den Markt und sagt, ich habe die gesündeste Ernährung quasi erfunden. Also wie muss man sich trotz alledem da hervorheben? Also du bist ja sehr erfolgreich. Du bist sehr erfolgreich auf Instagram. Du bist sehr erfolgreich mit deinem Kochbuch. Also wie hast du es geschafft, eben aus dieser Masse hervorzustechen? Also ich glaube, authentisch bleiben ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Und für mich ist es einfach wichtig zu sagen, es gibt nicht die eine Ernährungsform. Das gibt es bei mir nicht. Es gibt auch keine Diäten, kein Verzicht, keine Dogmen, sage ich jetzt mal. Also so, dass man sich selber auch nichts verbietet. Also das ist so mein Ansatz, zu sagen, gesund, ja, aber es kann auch mal der ungesunde Kuchen sein. Der gehört auch dazu. Und das ist ja auch Lebensqualität einfach auch. Wer möchte auf den Kuchen mit der Oma verzichten? Und da sage ich immer als Beispiel, wir werden uns nicht daran erinnern, ob der Kuchen irgendwann mal die Sahne und wie viel Zucker drin war. Aber an die Momente werden wir uns in dem Moment natürlich erinnern. Natürlich heißt das nicht, dass wir jetzt 7 Tage die Woche, also es muss halt immer in der Balance bleiben. Ne? Das Verhältnis muss stimmen. Ja, wobei ich glaube, auch da wird sich einiges ändern. Wir sind vielleicht noch mit Omas groß geworden, die eben die Rezepte weitergegeben haben, die eben die kleinen Geheimrezepte irgendwo vererbt haben. Die Omas von heute, die sind ja, Entschuldigung, nein, ich sag's nicht in meinem Alter, aber die sind, eine Oma ist man ab 50. Das heißt, also kann man eine Oma sein. Und die 50-Jährigen, die 60-Jährigen, die 70-Jährigen stehen doch heute auch ganz anders in der Küche, als dass das früher der Fall war, oder? Genau, also ich denke, im Laufe der Zeit ist da einfach auch dieser Wandel mit zu betrachten. Und also das ist so das Stichwort, dass man halt da auch
mitgeht und auch offen dafür ist, ne? Einfach offen für Neues. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen verquatscht. Es ist 10 nach 10. Das bedeutet, um 11 ist die Sendung aus. Mhm. Aber wir wollen natürlich auch zeigen, dass man ein Gericht sehr, sehr schnell kochen kann. Das bedeutet, du müsstest jetzt gar nicht schon anfangen, sondern ich kann wieder zu dir kommen. Und dann können wir erst anfangen zu kochen. Du hast ein bisschen was vorbereitet, das muss man zugeben. Was sollte auf dem Einkaufszettel stehen für alle die, die dieses Gericht Rezept eben nachkochen möchten? Ja, also Blumenkohl habe ich mit drin, Zwiebeln, das sind sowieso Basics, die man zu Hause hat. Wer mag, vielleicht noch eine Chilischote und Zucchini, Kichererbsen. Und dann brauchen wir noch ein gutes Curry und eventuell eine Prise Kurkuma. Ja, und dann wird das Ganze eigentlich nur noch abgewürzt. Ein bisschen Kokosmilch. Wir werden uns dieses Rezept aus deinem Kochbuch rausklauen und auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen, wenn du Lust und Laune hast. Und es geht sogar noch weiter für Sie, denn einer unserer Zuschauer, der kann dein wunderbares Kochbuch, das wir uns später auch noch mal ein bisschen genauer angucken, gewinnen. Es geht nämlich um entspanntes Essen. Es geht um Essen, das gesund und glückliches Leben hervorrufen soll. Und dieses wunderbare Buch, ich habe es selber zu Hause und bin sehr begeistert davon, das können Sie heute gewinnen. Da sind wirklich tolle einfache Gerichte dabei, da ist für jeden was dabei. Es geht hier wirklich auch um Spaß in der Küche, um das leichtere Leben, wie du es so schön gesagt hast. Und wenn Sie sagen, ja, so ein Kochbuch, das fehlt mir noch in meiner Sammlung, dann sollten Sie mitmachen bei unserer heutigen Verlosung. Und ich bin mir sicher, auch diese Frage ist wie immer lösbar. Denn wir wollen heute wissen, was wird denn eigentlich mit Adese heute gekocht? Ist es A, ein sonniges Kokoscurry oder B, das ist mal lustig, finde ich, ein finsteres Spiegelei. Ich bin ja nicht immer so zufrieden mit euren lustigen Verlosungsfragen, aber die heute, die gefällt mir ganz gut. Muss man wirklich auch nachdenken, ich weiß. Also schwierig ist sie natürlich auch. Die Telefonnummern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie immer. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, 18 Jahre sollten sie sein. Und Sie können sämtliche Teilnahmebedingungen noch mal nachlesen unter www.astrotv.de. Sandra, du bist ja auch gerne in der Küche, ne? Ja, sehr gerne. Ist auch genauso mein Kochstil. Deswegen freue ich mich auch heute mal hier zu sein. Und das mal auszuprobieren. Und zu probieren. Ja, du kriegst ein Tellerchen ab natürlich und du wirst begeistert sein. Ich habe es ja auch in der Corona-Zeit zu Hause gekocht und bin dann mit dem großen Topf nach unten in den Garten zu meinen Nachbarn gegangen, die alle sehr verwundert waren. Was? Du hast was gekocht? Und ich habe gesagt, ja. Und jeder wollte dann das Rezept und wollte es nachkochen, weil es wirklich so anders klingt, aber trotzdem sehr, sehr schmackhaft ist. Corona-Zeit. Ja, seit Mai, das erste Mal wieder hier bei AstroTV. Wie hast du so ein bisschen die Zeit erlebt? Sehr ruhig, muss ich sagen, aber trotzdem nicht so viel Veränderung, weil ich bin ja viel daheim. Ich arbeite ja von zu Hause. Also der meiste, der es genossen hat, war, glaube ich, unser Hund. Der hat sich gefreut, weil alle Familienmitglieder waren zu Hause, weil unsere Tochter hatte ja die Schulcloud. Die ist ja jetzt im 10. Schuljahr gewesen und die durfte Gott sei Dank in Brandenburg aber ihre Prüfung machen. Da war sie nämlich total traurig, weil die Berliner durften es nicht. Gut, die war zu Hause auf einmal seit Ende März. Mein Mann hatte Homeoffice bis noch Ende August, aber er kann auch, denke ich mal, noch verlängern. Aber es ging ungewöhnlich gut, ja, weil alle auf einmal ja mittags dann auch essen wollten, ja, und gut, ich koche ja eh, aber zu einer anderen Uhrzeit, ja, und mein Mann muss dann auch immer mit den Telefonsitzungen und dann hat er um 12:30 gewollt und meine Tochter gerne um 3. Also man muss sich schon irgendwie arrangieren. Man hat es sich arrangiert, es ging auch ungewöhnlich gut, muss ich sagen. Jetzt hattet ihr natürlich den großen Vorteil und ich weiß ja, wie du wohnst, wenn sie es vielleicht nicht wissen, können sie es aber auch erfahren. Gucken Sie mal vorbei bei YouTube, geben Sie mal Leichter Leben on Tour und Sandra Kubica ein. Da waren wir nämlich, unsere Berater auch manchmal privat besuchen und waren eben auch bei dir zu Hause. Ihr habt ein sehr schönes Haus, ihr habt einen Garten, das heißt, das ist natürlich schon auch ein bisschen Luxusleben, was viele nicht haben. Ja, die können sich nicht aus dem Weg gehen. Also hast du das auch in den Beratungen mitbekommen, also wie viele wirklich auch verzweifelt waren, überfordert waren auch mit dieser Situation? Es ging eigentlich. Also jetzt nicht wegen den Familienmitgliedern, die zu Hause waren, sondern eher so die Ängste wegen Corona, wegen der Ansteckung.
Ja, aber jetzt nicht, weil auf einmal so viele Familienmitglieder zu Hause waren. Das muss ich sagen, viele genießen das und sagen, ja, wir schätzen jetzt auch mal die Kinder, die haben wir doch, wir haben sich doch viele Leute geängstigt, kein Hort, die Kinder, Überforderung, aber das war nicht so. Auf einmal haben doch viele Frauen wieder Muttersein geschätzt und das ging schon sehr gut, aber viele hatten so ein bisschen, gerade die älteren Leute, Angst. Und da habe ich natürlich auch in den Karten, ich habe natürlich geschaut, aber ich habe ihnen, denke ich mal, gut die Angst genommen. Viele haben am Anfang die Zeit ja sehr positiv genutzt. Das heißt, hier mit Adese, ich habe auch in der Küche plötzlich gestanden, habe gekocht und habe angefangen, Brot zu backen. Also plötzlich hat man irgendwie so Hobbys wahrgenommen. Mhm. Adese, habt ihr das so ein bisschen mitbekommen? Also auch gerade du mit deiner Ernährungsplattform, dass die Zugriffe in der Zeit schon höher waren? Weil dieses Homecooking war ja plötzlich extremst aktuell. Ja. Also das habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen. Ich habe ja auch aktiv dann auch was angeboten, unterstützend das auf Instagram, dieses Live-Cooking mit der Community gemacht. Und das wurde schon sehr, sehr geschätzt, weil viele dann einfach gesagt haben, okay, jetzt muss ich mich halt ab und zu einfach mal damit beschäftigen. Diese Langeweile auch überbrücken und dann einfach mal wirklich neue Wege gehen. Mhm. Und wir haben ja Gott sei Dank das Internet. Wir haben ja Gott sei Dank auch verschiedene Plattformen, DIY-Plattformen, wo man Dinge nachmachen kann, Tutorials sich angucken kann. Du hast auch ein neues Hobby entdeckt. Ja gut, es waren ja jetzt viele Sachen nicht mehr da. Auch die Nagelstudios waren zu. Und ich mache ja meine Nägel immer im Nagelstudio. Man hat ja eben halt die Kamera viel auf die Hände gerichtet. Aber ich mache es eigentlich schon sehr, sehr lange. Und das war natürlich für mich auf einmal total ungewohnt, wenn die Nägel rauswachsen. Und ich habe die dann abgemacht und selber sah, ich ging gar nicht. Und dann habe ich angefangen, weißt du was, guck doch mal so auf YouTube und so weiter. Und da denke ich, nee, ich bin aber nicht so der Typ, der nur halbe Sachen gerne macht. Ich will es, wenn, richtig lernen. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen, per Online. Aber auch mit ihr konnte ich dann live streamen. Ich habe mir die ganzen Produkte angeschafft, das ganze Equipment und habe angefangen zu üben. Deswegen sehen die auch ein bisschen bunt aus, weil ich mache immer mal so und mal hier und mal matt und mit Folie und ohne. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden, als wenn ich ins Nagelstudio gehe. Die halten Bombe, die sind top. Ich habe eine super Lehrerin. Zweites Standbein der Sandra Kubica im Endeffekt. Genau, weißt du? Halbierst du deinen Raum, in dem du normalerweise deine Beratungen machst? Machst halb Nagelstudio und halb Lebensberatung. Ich mache es nur für mich. Ich habe jetzt links diesen Tisch, da steht mein ganzes Equipment und das sage ich. Und wenn ich dann für andere Leute macht, dann muss ich mir dann den Kartentisch mit dem Nagelstudio-Tisch, sage ich mal, kombinieren. Aber was vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, denn da schüttet man ja vielleicht auch manchmal sein Herz aus. Das ist ja wie beim Barkeeper, das ist wie beim Friseur. Die kriegen ja auch die intimsten Dinge irgendwie erzählt und du bist halt dann diejenige, die gleich weiterhelfen kann. Und man merkt, man ist gar nicht so unkreativ, ja? Weil ich muss ja, wenn du ja alleine die Nägel machst, mit links als Rechtshänder, und da dachte ich, oh je. Und du sitzt natürlich 4 Stunden anstatt 1,5 wie im Nagelstudio, weil das, du hast ja immer nur eine Hand zur Verfügung. Ja, ja. Das ist ja Logo. Ja? Der andere arbeitet ja an dir und jetzt musst du ja selber mit den Händen dann arbeiten. Aber ist, also ich finde es schön. Neue Herausforderung. Mein Mann fand auch so, du und ja, irgendwann kommt noch mal irgendwas. Aber durch Corona, denke ich mal, haben viele Leute auch mit den Haaren. Ich habe angefangen, ich schneide ja schon seit 30 Jahren meine Haare, aber ich habe angefangen, mich mehr zu trauen und mache jetzt radikal. Wenn mich irgendwo was stört, dann nehme ich das einfach in die Hand, schneide es ab, habe natürlich immer noch die gute Voraussetzung, dass ab und zu, wenn es mal schief geht, irgendjemand in der Maske bei uns natürlich auch das ausbessern kann. Das hilft dann. Schön. Aber man muss sich manchmal Dinge trauen und da geht es eben im Leben immer wieder voran und das ist ja auch so ein Part von euch Lebensberatern, dass ihr den Menschen eben Mut macht, ruhig mal sich an Dinge, die einem vielleicht erstmal so ein bisschen suspekt vorkommen, aber zu sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Aber ich muss wirklich sagen, 90% die Leute, die ich am Telefon hatte, sagten, es ist dadurch was anderes gekommen. Wie du schon sagst, die eine Tür ging zu, viele mussten ja auch schließen, die auch die kleinen Selbstständigen. Und ich habe auch gesagt, man kann es oder man darf es nur positiv sehen, weil ja, was willst du sonst machen? Eben. Den Kopf in den Sand stecken hat noch nie einem was gebracht. Also muss man gucken,
Aufstehen, Krone richten und weitermachen. Ja. Ne? Sandra Kubitzer, ich komme gleich nochmal zu dir. Da geht es natürlich auch um ein Thema, das du heute mitgebracht hast, wie Menschen sich trotz alledem auch in dieser Situation noch schützen, wie sie sich reinigen können. Mhm. Und damit meint man jetzt nicht unbedingt nur den Hausputz, sondern auch hier wirklich wieder die seelische Reinigung. Welche Tipps du da hast, das werden wir uns auch gleich von dir noch erklären lassen. Dauert noch ein bisschen, bis wir dich wieder bei Astro TV sehen, habe ich gehört. Oder hast du mir gesagt, du hast noch keine richtig neuen Termine? Aber, Termine habe ich noch nicht, muss ich mal nachhören. Genau, musst du mal nachhören, aber man kann dich auf jeden Fall über unseren Partner so Questico natürlich auch erreichen. Auch da stehst du den Leuten mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn der ein oder andere vielleicht ein Nagelproblem hat, wie gesagt, auch da ist Sandra Kubitzer ja jetzt mittlerweile Firn drin. Wir stellen Ihnen auch heute wieder ein Produkt des Tages vor. Und zwar war ja Vadim Cense die letzten 2 Tage bei uns und hat eben auch ein Produkt vorgestellt, nämlich das Amulett Unzerstörbare Schutzwand. Wenn Sie die Sendungen verpasst haben, dann haben Sie heute an diesem Freitag nochmal die Chance zuzuschlagen und sich dieses schöne Amulett von Vadim nach Hause zu holen unter der gebührenfreien Telefonnummer. Also Ihre letzte Chance, von Vadim Cense nochmal ein Produkt zu bekommen. Und jetzt geht es weiter mit einem anderen Herrn, der auch oftmals seine Produkte hier bei Astro TV vorstellt. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Ja, und einige Berater, die sitzen zu Hause, sind aber trotzdem bei Astro TV zu sehen. Ich glaube, gestern, Susanna, hat man dich auch noch mal gesehen von zu Hause aus. Und du hast dir aber wirklich ein schönes Studio aufgebaut hier. Das sieht ja mal wirklich richtig fast nach Urlaub aus. Ja, ja, schön wäre es. Nee, ist mein Arbeitszimmer. Das ist eine schöne Fototapete, die aber wiederum die Energien so richtig schön ins Fließen bringt, gell? Genauso soll es auch sein. Naja, es sieht aus wie ein Kraftplatz, also wie so ein richtiger Kraftort, an dem du da sitzt. Und wir wissen ja alle, dass Wasser auch irgendwie eine beruhigende und natürlich auch spirituelle Ausstrahlung hat. Deswegen, es sieht sehr schön aus da, wo du sitzt. Ja, finde ich auch. Genau so soll es auch sein. Geht's dir denn gut? Meine erste Frage natürlich in dieser Corona-Zeit. Mir geht's ganz gut, doch, absolut. Ich versuche einfach irgendwo das Beste draus zu machen, anders geht's nicht. Man muss sich halt oft im Leben mit irgendwelchen Gegebenheiten abfinden und einfach irgendwo das Beste draus machen. Ne? Jetzt haben wir gerade von Sandra Kubitzer ja auch gehört, bei der war das Haus voll. Das heißt, das Kind zu Hause, der Mann zu Hause, der Hund zu Hause, die haben sich aber alle ganz gut arrangiert. Das ist der eine Fall natürlich von Menschen, die in dieser Corona-Zeit oder die da betroffen waren. Dann gibt es aber natürlich auch die anderen, wo kein Kind da ist, wo kein Mann da ist, wo kein Hund da ist oder wo eben kein Familienmitglied da ist, sondern die in dieser Corona-Zeit unter einem anderen Thema gelitten haben, nämlich das Thema Einsamkeit. Ganz genau. Da kommt dann wieder das Haustier ins Spiel. Ich habe ganz, ganz viele Kunden, die Hunde haben oder Katzen, wie auch immer. Und also von den meisten kenne ich auch einen Namen von den Tierchen. Und die haben mir eigentlich alle gesagt, ohne ihre Tiere wären sie nicht so gut und so unbeschadet über die Zeit gekommen. Weil wenn du so ganz allein daheim bist und hast keinen Ansprechpartner, so ein Tier ist doch im Endeffekt ein Familienmitglied wie die anderen auch. Und die Liebe, die einem geben und so diese Anwesenheit, die Herzenswärme, die hilft einem über ganz, ganz viel hinweg auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, bei mir, mein verstorbener weißer Husky, der hat mich 12,5 Jahre auch durch ganz, ganz schlimme Zeiten begleitet. Und ich glaube, ohne den wäre ich da nicht so glimpflich rausgekommen, so unbeschadet von Herz und Seele irgendwo. Ja, man kann sein Herz ausschütten, ne? Also man hat ja trotz alledem einen Ansprechpartner und man hat die Dankbarkeit. Also Sandra Kubitzer hat ja ihren Hund auch zu Hause und hat auch gerade gesagt, der hat sich natürlich auch wahnsinnig gefreut, dass eben so viele wieder da sind. Also dass man auch wieder mehr Zeit hat, ne? Na klar, absolut, absolut. Die Tiere, die freuen sich, absolut. Sonst ist bei uns immer nur einer daheim, dann war ich praktisch immer zu Hause. Das hat meine jetzigen 3 Hundchen natürlich mega gefreut. Ich habe ja jetzt 3.
Was hast du denn genau für drei Hunde? Ich habe zwei Schwarze aus Griechenland, alles Mischlinge im Endeffekt, von der Tierschutzorganisation ACE und eine kleine Weiße, die ist aus Rumänien. Das heißt auch hier ein ganz wichtiges Thema, ne? Also Tieren auch ein Absolut. Zuhause zu geben und es einfach da ist, geht es ja auch um Dankbarkeit. Viele haben natürlich auch Angst davor, sich aus diesen Ländern Tiere nach Hause zu holen, weil man nicht weiß, was haben sie wirklich erlebt, also welche Vorgeschichte, denn auch bei Tieren spürt man, dass die natürlich Empfindungen haben, dass es da auch teilweise natürlich. Blockaden gibt, das wisst ihr Lebensberater ja auch. Bist du auch jemand, der sich eben auch in der Lebensberatung mit Tieren beschäftigt, also eine Art Tierkommunikation macht? Also mache ich schon. Ich habe auch schon über die Karten tatsächlich auch mitgeholfen, Hunde oder Katzen verschwundene zu finden. Mache ich auch teilweise, biete es zwar nicht so an, weil es schon sehr, sehr zeitintensiv ist, aber mit meinen dreien kommuniziere ich natürlich, die gucke ich an, die gucken mich an, weiß ich genau, wie viel Uhr es ist, gell, absolut. Da geht es einfach über die Seelenebene, das ist einfach so. Es sind auch drei Problemhunde, wo man sagt, die wären wahrscheinlich, wenn sie hier bei mir nicht wären, bei uns, wären die vielleicht schon immer am Leben, definitiv. Auch da gibt es ja Gott sei Dank viele, viele Organisationen, an die man sich wenden kann, beziehungsweise die so man auch im Internet findet. Also Thema Tierschutz ein ganz, ganz großes Thema, wenn es eben auch um Nächstenliebe geht und auch da immer dieser Appell, wirklich auch den armen Geschöpfen ein bisschen zu helfen und ihnen vielleicht noch mal ein gutes Zuhause zu geben. Was war so bei dir, meine liebe Susanna, so Hauptthema gerade in der letzten Zeit, wenn es um Beratungen geht? Weil man zieht ja manchmal auch Thematiken ins Leben. Aber nach wie vor, egal Corona hin oder her, das Thema Liebe war eigentlich wie immer bei meinen Beratungen so das Hauptthema. Schon auch ein bisschen die Einsamkeit, auch dass die Menschen teilweise Angst haben durch die Corona-Zeit, dass sie jetzt niemanden treffen können. Klar verschiebt sich vielleicht manches ein bisschen nach hinten, gell? Wenn man nicht so draus rum flanieren kann, wie man es normalerweise macht, ne? Irgendwo in Kaffee sitzen, was auch immer. Aber trotz alledem, man kann ja auch wieder rausgehen und viele Menschen oder auch Paare treffen sich wirklich beim Einkaufen oder an den banalsten Stellen. Die wenigsten Beziehungen werden irgendwo in einer Disco oder im Tanzcafé geschlossen, gell? Und deswegen ist es eigentlich trotz ist Corona das so? Ja, immer also möglich. Ich muss da wirklich mal nachfragen, ist das so? Also ich finde, das ist ja die romantischste Vorstellung eigentlich, die man so aus Filmen, ich finde, man kennt sie nur aus Filmen. Man geht im Supermarkt spazieren und der Partner, der Traum seines Lebens, läuft einem über den Weg. Das sind reale Geschichten, die tatsächlich stattfinden. Also ich habe immer das Gefühl, 90% lernen sich heutzutage über das Internet kennen. In der heutigen Zeit ist schon öfter Internet, wobei man da auch sehr, sehr vorsichtig sein muss und darf, das auf jeden Fall. Aber gerade das mit dem Einkaufswagen, ich habe das einer Dame mal gesagt, muss aufpassen, der kann da beim Supermarkt in den Wagen fallen. Der ist bei der am Wagen hängen geblieben, ist hingefallen tatsächlich. Ich war dann sogar anschließend auf die Hochzeit eingeladen, ist Tatsache. Kannst du mal in meine Karten gucken, ob das jemals in meinem Leben irgendwie mal stattfinden könnte, dass ich beim Gar kein Einkaufen können wir mal machen. Wirklich mal so treffe. Das finde ich höchst romantisch. Das Öfteste, was es so gibt, dass man sich so im täglichen Leben irgendwo vor die Füße findet. Ist einfach so. Sandra nickt gerade, also sie ist ja auch im Bereich Lebensberatung tätig, also du scheinst das auch wirklich schon des Öfteren gehört zu haben. Ja, na klar. Ich mache mal eine Umfrage hier. Ist jemand schon mal im Supermarkt irgendwie der Partner oder die Partnerin irgendwie vor die Füße gefallen? Nee, ne? Nein, auch in der Regie, alle sagen nein. Aber es wäre die Wunschvorstellung. Meine Wunschvorstellung wäre es beim Tanken. Ich finde das total romantisch, sich an der Tankstelle irgendwie kennenzulernen. Na gut. Gibt's alles. Ja, ich sag immer, wenn es schicksalshaft so vorgesehen ist, da kannst du die einschließen, dann ist der Mann vom Schlüsseldienst. Alles gar kein Ding. Genau. Ja, das mag sein. Das mag sein. Meine liebe Susanna, wann kann man dich auch mal wieder in Berlin sehen und treffen? Oder hast du dich jetzt so zu Hause so schön eingenistet, dass du sagst, du bleibst jetzt erstmal im Homeoffice? Ich habe mich hier verschanzt im Odenwald. Die Lugen und die Grenzen sind komplett dicht. Nee, also ich bin jetzt auf jeden Fall noch eine Weile hier zu Hause und habe den Cube noch eine Weile. Ich denke, für alle die nicht wissen, was der Cube ist, das ist diese Kamera, die wir an einige Berater verschickt haben, damit die eben auch wirklich hier live on air gehen können. Ganz genau. Also ich denke, ich komme bestimmt wieder nach Berlin. Jetzt bleibe ich erst einmal da.
freue mich auch, dass ich dann eben abends bei meinem Hundchen hier schlafen kann. Das ist einfach für mich die bessere Variante. Ist angenehm für mich. Ich sag ja auch, wenn Corona für uns alle irgendwie eine Bremse war, so haben sich doch viele neue Chancen getan, so hat sich doch alles irgendwie weiterentwickelt. Und auch ihr, man sieht, es könnt trotzdem weiter auch bei Astro TV von zu Hause aus Lebenshilfe geben. Susanna, vielen herzlichen Dank. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir mit viel Sonne. Dankeschön. Und lass es dir gut gehen. Auch in Berlin. Bis bald in Berlin, hoffe alles ich mal klar. wieder. Mach's gut. Bis alles bald. Gute. Tschüss. Tschüss und Servus. Danke. Tschüss. Susanna Schrimpf, ebenfalls über unseren Partner Questico zu erreichen. Sie wissen, auch wenn unsere Lebensberater hier mal bei Astro TV nicht zu sehen sind, dann gibt es natürlich unsere Beraterplattform. Und es gibt eine Telefonnummer, kurzer Hinweis auch nochmal auf die, 100% anonym. Unter anderem TV-Berater, viele mehr. Und ohne Anmeldung, ohne lange Wartezeit werden Sie direkt zu einem Berater gestellt. Und der kann Ihnen auf jeden Fall auch Lebenshilfe geben. Und um Lebenshilfe geht es der Dame auch. Die spirituelle Künstlerin Cornelia Hippler verfügt aufgrund ihres fehlenden Augenlichts über die besondere Gabe, sich in die Bedürfnisse und Wünsche von Mensch und Tier einzufühlen. Unterstützt wird sie hierbei durch ihre erfahrenen und stark ausgeprägten Sinne. Mit dem Ziel, ihre innere Stimme zu stärken und störende Verhaltensmuster aufzulösen, steht Ihnen Cornelia mit ihren beiden Spezialgebieten der Tierkommunikation und der Energiearbeit zur Seite. Lassen Sie sich auf diese besondere Art der spirituellen Arbeit ein und entdecken Sie, was Sie aus eigener Kraft zum Positiven verändern können. Ein sonniges Kokoscurry gibt es heute. Das können Sie übrigens auch finden in dem Kochbuch von Adese Wolf. Die hat nämlich hier wirklich etwas ganz Wunderbares auf den Markt gebracht. Es geht dir auch um Ganzheitlichkeit. Das heißt, es geht dir natürlich um die schnelle, gute, entspannte Küche. Aber sie soll natürlich gesund sein und vor allem lecker. Das gelingt dir ja auch mit den Rezepten, die hier in diesem Buch sind. Ein Buch übrigens gibt es heute in unserer Verlosung. Aber es sind wirklich schnelle Gerichte. Heute das sonnige Kokoscurry. Mhm. Wollen wir anfangen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, unbedingt. Dann? Die Herdplatte wird angemacht. Ich bin ja jemand, ich kann ohne Kochbuch, ohne Rezept nicht kochen. Also außer, dass ich jetzt wüsste, wir starten mit dem Olivenöl. Ich glaube, das hätte ich auch noch hingekriegt. Aber dann geht es weiter und das hat mir bei dir eben auch ganz gut gefallen. Man soll nicht alles so ernst nehmen, sondern man soll halt auch ein bisschen nach dem Gefühl gehen. Ne? Kochen hat schon auch was mit Spiritualität und Bauchgefühl zu tun. Ja, genau. Und auch ein bisschen sich davon einfach ein bisschen treiben lassen auch. Mhm. Ne? Und Dinge mal ausprobieren und wie gesagt in der Küche auch nicht so streng mit sich sein. Ja. Und so richtig versauen kann man es ja eigentlich auch. Ja, doch, kann man schon. Ja, aber man kann ja immer wieder, man kann auch immer wieder retten und abschmecken. Und das stimmt. Also lieber am Anfang ein bisschen weniger von gewissen Gewürzen natürlich auch hernehmen. Es gibt natürlich Gewürze und Gewürze. Du arbeitest hier auch mit Gewürzen, die auch wieder was ganz Besonderes sind. Die kenne ich auch sehr gut. Spicebar, wir dürfen ja auch Werbung machen. Das ist wirklich ein Unternehmen, die, wenn man einmal diese Gewürze benutzt hat, man kommt nicht mehr weg von denen. Ne? Genau. Also eben auch ein toller Partner schon und seit vielen Jahren. Und ich schätze die Gewürze eben sehr für ihre Fairtrade, Bio, alles genau, sehr nachhaltig Fairtrade, hergestellt. Bio-Qualität. Und auch wirklich zu tollen Preisen, das muss man auch sagen. Also man bekommt hier für, ich glaube, immer so unter 5 Euro wirklich auch so ein riesen Gewürzpaket, aber es geht eben um Nachhaltigkeit, es ist biozertifiziert, also das sind schon Gewürze, die, wenn man eben in der Küche steht, eine ganz andere Geschmacksrichtung haben. Genau, also kann ich auch nur empfehlen. Ja. Hier, ein Curry und Kurkuma. Ich bin ja nicht so ein Kurkuma-Fan, das habe ich dir, glaube ich, damals auch schon gesagt, habe aber natürlich trotzdem Kurkuma verwendet. Und manchmal muss man sich auch in der Küche an Sachen rantrauen, ne? Und einfach dann sagen, okay, aber in dieser Kombination war es natürlich extrem gut. Also Kurkuma ist halt ein wunderbares Heilgewürz, ne? Und hat unglaublich viele, also richtiges Superfood, wie man sagt, antioxidantienreich, entzündungshemmend, auch dieses Antiviral, gerade jetzt so bei Erkältung, Infekten und so weiter, ist das so ein Gewürz, was man auf jeden Fall in seiner Küche mal, wenn man es nicht schon hat, ausprobieren sollte. Und also Kurkuma, man kann sich ja langsam rantasten, man muss nicht von Anfang an. Es ist schon sehr geschmacksintensiv auch, deswegen würde ich immer sagen, eine Prise Kurkuma. Aber
Ich liebe Kurkuma. Genau, aber Kurkuma gibt eben auch diesem Ganzen dann so diesen asiatischen Beigeschmack. Mhm. Ne? Natürlich spielt das Kokosöl bzw. die Kokosmilch nachher auch noch eine gewisse Rolle. Mhm. Ich fand halt auch sehr interessant, dass du diese Zusammenstellung mit den Kichererbsen, mit der Zucchini und dem Blumenkohl, das ist irgendetwas, weiß ich jetzt gar nicht, Sandra, du bist ja auch eine Köchin, würde man vielleicht jetzt nicht vermuten, dass daraus was wirklich so Gutes entsteht, oder? Ja. Ist immer überrascht. Also ich liebe ja auch Kichererbsen. Ich mache viel auch. Kichererbsenpüree. Genau. Und auch da kann man eben auch bei dir im Kochbuch nachlesen. Genau. Die kann man natürlich auch einweichen eine ganze Nacht. Aber auch da kann man schon die fertigen Kichererbsen sich aus dem Glas holen. Also ich sage immer, man muss es sich ja nicht schwerer machen, als es tatsächlich ist. Und es gibt Kichererbsen aus dem Glas. Die sind, kann man wunderbar, gerade wenn es schnell gehen muss, dann ist man flexibler, bevor man dann wieder zu Dingen greift, die halt super ungesund sind. Ist das auf jeden Fall immer auch eine gute Hilfe. Also deswegen immer so einfach wie möglich ist auch mein Motto. Ich war gerade schon in Sorge, die haben das Gefühl gehabt, es würde die Herdplatte nicht richtig funktionieren, weil jetzt es noch nicht putzelt. Aber ich kann euch beruhigen, die stehen wahrscheinlich schon alle und sagen, hoffentlich klappt das mit dem Essen, wir haben Hunger. Jetzt kann ich euch beruhigen, es brutzelt schon langsam, aber sicher vor sich hin. Genau. Also ist ein Rezept, was wirklich auch schnell zu kochen ist. Das heißt, in 20 Minuten quasi ist es jetzt gleich fertig, ne? Das ist gleich fertig. Also im Grunde genommen habe ich jetzt die Zwiebeln, Knoblauch, bisschen Chili angeschwitzt, die Gewürze dazu gegeben und jetzt den Blumenkohl und die Kichererbsen dazu. Das Ganze wird jetzt noch mit etwas Gemüsebrühe abgelöscht. Dann darf das einköcheln, sodass der Blumenkohl nachher schön bissfest ist, nicht verkocht ist. Und dann kommt noch ein bisschen Kokosmilch dazu. Die Zucchini, die brauchen ja nicht lang, deswegen erst hinterher, damit wir einfach noch mal mehr Nährstoffe auch da dann haben. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Heraus kommt wirklich ein sehr, sehr gutes Essen. Und es geht natürlich in der heutigen Zeit und gerade auch durch Corona oftmals um die Bio-Küche, wo man sagt, die ist halt auch immer sehr, sehr teuer. Aber auch da sagst du, wenn man eben vernünftig einkaufen geht und wenn man eben ein bisschen achtsamer einkaufen geht, dann muss gute Ernährung nicht unbedingt nur teuer sein. Also gute Ernährung muss gar nicht teuer sein. Also vor allen Dingen nochmal Stichwort die Saisonalität. Weil wenn ich natürlich die Dinge außerhalb der Saison kaufe, dann sind sie ja oftmals auch teuer, weil sie von weit her geholt werden müssen. Und wenn wir aber jetzt gerade die Zucchini aktuell kaufen, die ja momentan überall wächst, dann sind die Dinge natürlich auch nicht besonders teuer. Und deswegen sage ich immer, also es hat natürlich mehrere Vorteile, ne? Dass es einfach auch den Geldbeutel schont, dass es den ökologischen Fußabdruck schont, dass es mehr für die Gesundheit für uns zu bieten hat und alles miteinander kombinieren. Das Schöne ist, wir sind gerade bei dir auf der Instagram-Seite. Es gibt dich natürlich auch nicht nur bei Instagram, sondern natürlich auch so im klassischen Internet mit einer Internetseite zu finden. Und da sieht man eben, welche Thematiken du dir wirklich alle noch ansprichst. Das heißt, es ist die Ernährung in Kombination mit der Bewegung, in Kombination mit der Achtsamkeit und in Kombination mit Themen, über die man vielleicht vor 10 Jahren noch geschmunzelt hätte, wenn es um dieses bestimmte Leben geht, was auch du als Herausgeberin eines Kochbuchs miteinander verbindest. Ja. Meditation, Yoga, alles Themen, die eben auch mit unserer Ganzheitlichkeit zusammenführen. Genau. Und da biete ich eben unterschiedliche Dinge auch an, also dass ich mit der Community auch wegfahre, dass man das auch mal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Denn ich glaube, wir kennen das ja oftmals alle. Der Alltag hat uns alle fest im Griff und da einfach mal so ein bisschen mehr dieses Tempo rausnehmen, Zeit für sich finden und wie gesagt, das auf unterschiedlichen Ebenen wieder alles in Balance bringen, ne? Also die Ernährung, dann auch wieder mehr, klar, Bewegung gehört auch dazu, es ist einfach wichtig, auch in Bewegung zu bleiben, aber es muss nicht das große Sportprogramm sein, das ist dann wieder so der Ansatz, den ich habe. Und manche Menschen oder Menschen müssen halt manchmal auch ein bisschen an die Hand genommen werden, ne? Also die würden gerne, aber sie wissen halt nicht genau, wie man loslegt oder ihnen ist das alles irgendwie zu aufwendig und dann muss man ihnen eben zeigen, dass es ganz, ganz schnell einfach machbar ist. Und das probierst du eben auch ja quasi den Leuten beizubringen und zwar mit deinen Retreats, die gucken wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer an. Zeit für dich, das ist ja auch das Motto von Leichter Leben, lustigerweise. Ja. Also auch quasi kein Zufall, dass du bei uns bist, sondern fast ein bisschen Schicksal. Und da nimmst du die Menschen eben auch mit, denn nicht nur, dass es
ja, dieses Miteinander ist, sondern es hat was mit schönerem, mit leichterem Leben zu tun und dass man sich diese Zeit ruhig auch mal gönnen sollte. Genau. Und was du da alles so anbietest, darüber werden wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer informieren. Bis dahin hoffe ich, ist aber dann das Essen auch fertig, sodass wir beides machen können. Das machen ein wir. Bisschen weiter reden und ein bisschen weiter essen. Oder anfangen zu essen. Mhm. Und Sie können es nachkochen. An dieser Stelle sei es noch mal erwähnt, ein wunderbares Kochbuch, habe ich bereits gesagt, dass ich es auch zu Hause habe. Sie können hier tolle Rezepte finden. Sie können hier auch wirklich viel Motivation finden, denn das gehört mittlerweile auch in jedes gute Kochbuch. Also ist ja so, ne? Also ja. Kochbuch ist heutzutage nicht einfach nur noch mal Rezepte, sondern da gehört mehr dazu. Einfach ein bisschen mehr Input noch geben. Deswegen findet man da eben viele Tipps auch zu gesunder Ernährung. Man findet natürlich auch viel Background-Wissen zu gesunder Ernährung. Aber auch Achtsamkeitstipps so für den Alltag. Ne? Wie fange ich an? Wie bleibe ich dran? Wie gehe ich mit mir selber um, dass ich einfach entspannt bleibe? Wie fange ich an? Wie bleibe ich dran? Das gefällt mir auch wieder. Sie können auch sich freuen, zumindest einer unserer Zuschauer, denn der bekommt dieses natürlich gut Kochbuch nach Hause geschickt und die einzige Investition wären 50 Cent, denn so viel kostet der Anruf aus dem deutschen Festnetz. Die Telefonnummern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sind ja hoffentlich bekannt. Ruhig mal notieren, denn jeden Tag verschenken wir ja irgendeine schöne Aufmerksamkeit an Sie. Wir wollen heute von Ihnen wissen, was wird eigentlich mit Adese Wolf gekocht? Ist es A, ein sonniges Kokoscurry oder B, ein finsteres Spiegelei? 18 Jahre sollten Sie sein. Bis 11 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet und Sie können sämtliche Spielregeln noch mal nachlesen unter www.astrotv.de. Menschen an die Hand nehmen, das möchte Sandra Kubica ebenfalls als Lebensberaterin, neuerdings auch als Nageldesignerin. Sind wir wieder beim Thema. Genau, schöne Dinge. Schöne Dinge gibt es auch bald wieder. Ende August, Anfang September ist sie wieder bei uns, Gabriele Iasetta. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Energien, die sich wahrscheinlich auch seit März ein bisschen in den Häusern, in dem Zuhause verändert haben, in sich selber natürlich auch verändert haben, weil es ist eine problematische Zeit für viele, eine belastende Zeit, eine Zeit, wo sich natürlich viel Müll, auch Seelenmüll angesammelt hat. Du hast heute als Thema auch noch unter anderem mitgebracht, dass man sich natürlich schon schützen kann, dass man sich reinigen kann. Also wie geht man da am besten vor? Also ich werde viel gefragt, gerade diejenigen, die Karten legen, die Energiearbeit machen, aber natürlich auch die Normalsterblichen, ja, weil viele Gedankenstrukturen und die Wortformation uns ja auch erreichen können, wenn wir eine ungeschützte Aura haben. Die ist lichtarm, ungeschützt und man muss sich das ja so vorstellen, jeder Mensch hat ja eine Aura und die ist ja ein feinstoffliches, ist ein feinstoffliches, energetisches, morphogenetisches Kraftfeld. So kann man es ausdrücken, ja, ein Kraftfeld. Und in diesem Kraftfeld schwingen eben halt auch ganz viele blockierte, ungelöste Energiepartikelchen. Also die schwimmen sozusagen. So, und wenn du jetzt von anderen Menschen solche negativen Gedanken ja auch aufschnappst, hast du die ja in dir und die gehen auch nicht einfach so weg. Also du musst deine Aura reinigen. Also kann man es ein bisschen vergleichen, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber wenn ich schlechte Laune habe, natürlich spürt das mein Gegenüber, ich kann das gar nicht unterdrücken. Das heißt, ich strahle diese schlechte Laune aus, damit habe ich eine negative Schwingung und die kann natürlich auch übertragen werden. Er kann die bekommen, wenn er geschützt ist, dann nicht, aber wenn auch nochmal diese negativen Gedanken auf die Person gerichtet sind,
ja, dann kannst du die ganz schnell einfangen als die der andere Person gegenüber. Und das ist eben halt, du merkst es nicht bewusst, aber du merkst es irgendwann, dass du auch negativ denkst oder so ähnlich schwingst wie die andere Person. Ja, und ich habe ganz am Anfang vom Kartenlegen eine Person bei mir zu Hause gehabt, der habe ich Karten gelegt und wie die wegging, ich war wie tot, ich war wie ausgesaugt. Man sagt ja immer Energieräuber, ich habe das immer als Hokuspokus empfunden, dachte esoterischer Quatsch. Ich glaube, das war aber so schlimm, dass ich echt stundenlang im Garten gesessen habe, musste mich erst wieder auftanken. Also da habe ich echt Angst bekommen. Und dann habe ich mich natürlich darüber informiert. Und ich habe ganz einfach, der beste Schutz ist das Gebet. Das geht ganz einfach, das ist wahrhaftig, dieser göttliche Schutz. Und da habe ich am Anfang immer mit Gebeten ganz viel gearbeitet. Aber wenn du dich jetzt reinigen willst, ist am besten, du hast so eine blaue Farbenergie, aber du musst immer visualisieren. Also das heißt, du stellst dir wie einen Wasserfall vor, deswegen fand ich eben das Bild sehr schön. Und ich mache es am besten so, einmal die Woche reicht, wenn du duschst. Ja, dann hast du ja dieses Gefühl, dann hast du ja dieses Wasser. Du machst die Augen zu und stellst dir das Wasser in blau vor und bittest darum, wie alles weggenommen wird, was dunkel ist, was destruktiv ist, was blockiert ist. Und das ist wie eine Zentrifuge. Die Schadstoffe setzen sich nach unten ab, die werden abgespült und der Rest, der dann geklärt ist, der wird wie eine Zentrifuge aufgewirbelt, neu strukturiert und umgeformt. Und das ergibt wieder eine schöne, helle Energie. Also dieses Licht, das brauchen wir. Also dieses blaue Licht ist eben halt deswegen sehr reinigend, das wird ihr nachgesagt. Es ist entspannt und vor allen Dingen energieanhebend. Und dann sagen viele, und da heißt es immer, also diese göttliche Kraft, diese Schöpferkraft, die spielt auch nochmal eine ganz starke Rolle. Du glaubst daran, dass es auch dahingehend so passiert, ja, weil dieser göttliche Schutz, der ist ja ganz wichtig. Und jeder, der energetisch arbeitet, weiß, dass ohne, ja, einer sagt Jesus, anderer sagt Maria, aber der Kosmos ist ja alles aus einer Quelle. Und ich sage auch nie die geistige Energie, weil das sagen auch immer so viele und das ist aber falsch, weil die geistige Energie kann ja auch das Negative sein. Es gibt ja die lichtvollen Astralebenen und die niederen, die dunklen Astralebenen. Man soll immer sagen, alles das, was von Gott kommt, also das Göttliche. Ich habe ein Gebet, das kann ich ja mal aufsagen, man kann sich das ja immer wieder mal abrufen, die Sendung. Das sage ich immer, das ist ein sehr, sehr starker Schutz. Und wenn man das am Tag 3x3 betet, man muss es nachher, kann man es immer weniger machen, weil du denkst irgendwann nur noch mal daran und dann hast du diesen Energieschutz schon um dich herum aufgebaut. Und das heißt, göttlicher Jesus Christus, erfülle und umhülle mich selbst, mein ganzes Wesen und Sein mit all deinen Energien und Energiefeldern, die damit verbunden sind. Führe, schütze und trage mich ab jetzt für alle Zeit und für ewig. Danke, Amen. Und dann stellst du dir dieses weiß-goldene Licht vor und du brauchst es, das ist ja immer wichtig, dieses Visualisieren. Kein Heiler sagt einfach nur ein Gebet auf, sondern du stellst dir das immer vor. Und je mehr du dir dieses weiß-goldene Licht, ich mache dann immer wie eine Kugel und in die stelle ich mich rein. Und durch jedes Sprechen, du solltest auch das Gebet laut sprechen, dann wird der Schutz immer weiter verstärkt. Und viele machen ja auch blau mit dem Schutzmantel. Viele kennen das ja mit Erzengel Michael, bitten ihn, sich diesen blauen Schutzmantel anzuziehen. Das habe ich ganz früher am Anfang gemacht. Dann habe ich mir vorgestellt, wie ich jetzt einen Mantel anbekomme. Aber von den Füßen hoch habe ich mir immer einen Reißverschluss bis zu dem Hals. Dann ist, sage ich mal, diese Chakren bis dahin geschützt und dann den Mantel nochmal bis zu der Stirn. Und dann gehe ich eigentlich gestärkt in die Bahn. Ich stelle mir den einfach vor und dann ist gut. Und ich habe das seitdem auch nie wieder gehabt. Natürlich kann man mit Schutzamuletten, ich habe auch immer mein Erzengel-Medaillon an, das ist auch ein starkes Schutz, aber gut, ich habe auch viel mit Frequenzen arbeite, ich habe ja auch die Kosmo-Energetik und dann hole ich mir eine Frequenz. Ich kann auch eine Frequenz aktivieren, wenn mir irgendeiner auf den Keks geht, der in der Bahn sitzt. Und ich habe gedacht, nee, den will ich jetzt nicht bei mir haben. Dann aktiviere ich die Frequenz und dann irgendwie steht der auf und geht. Also das ist interessant. Also ich finde das mit den Frequenzen schon sehr, ja, mystisch. Ich bin ja eh so mehr so ein Geistheiler, konnte auch damals einen Heilpraktiker machen, aber ich habe gemerkt, nee, dieses, ja, ist nicht so mein Ding. Ich bin mehr so mit Energie. Ich glaube, dass wir alle uns in diees Feld begeben können. Alle, das heißt, jeder. Wir können uns natürlich runterziehen lassen von irgendjemandem, der uns nervt, oder wir gehen in eine Art Meditation und schalten ab. Und das ist eben auch dieses Schöne an der Lebensberatung. Jeder kann sich ja das raussuchen,
aussuchen, was ihn anspricht. Jeder kann sich das Rezept raussuchen, das er kochen möchte, nachkochen möchte. Aber es macht die Vielfalt. Und jeder hat eben dann die Möglichkeit, sich das rauszupicken, dass es immer mit uns zu tun hat. Ich glaube, das ist uns allen natürlich klar. Und die Farbe Blau, also ich natürlich wieder als bodenständiger Spiritueller, erinnert mich natürlich sofort an Volkswagen. Volkswagen, die vor einigen Jahren ja wirklich das ganz große Thema in der Werbung gemacht haben, indem sie vorne die Armaturen alle in diesem leuchtenden Blau gebracht haben, weil es eben um Entschleunigung geht, weil es eben um Beruhigung gehen sollte. Also die haben schon auch oftmals, glaube ich, spirituelle Denker in ihren Marketingabteilungen, die eben schon auch auf gewisse Dinge Wert legen. Und ja, da gab es auch dieses leuchtende Blau, das eben auch für weniger Unfälle sorgen sollte. Und vielleicht auch da Lebenshilfe gegeben haben. Sandra, vielen herzlichen Dank. Ja. Auch du über unseren Partner Questico zu erreichen. Hoffentlich auch bald wieder bei Astro TV. Aber Sie wissen ja, unsere Berater sind immer für Sie da, egal ob hier oder da. Oder auch unter der 0900er Nummer, die unten eingeblendet ist. Auch da 100% anonym, ohne große Anmeldung, bekommen Sie auch hier Lebenshilfe. Verlosen tun wir heute was ganz Schönes, nämlich ein wunderbares Kochbuch von Adese Wolf. Und ich gehe jetzt gleich mal rüber und guck, wie weit sie denn ist mit dem Essen. Hast du ein bisschen Hunger, Sandra? Ja, ne? Könnte man so ein kleines Häppchen, würde jetzt auch ganz gut tun. Natürlich gut. Ja, das ist das Kochbuch, das können Sie gewinnen. Und zwar geht es um die entspannte und doch sehr, sehr gute und gesunde und auch irgendwie glückliche Ernährung. Wenn Sie die Frage beantworten, kochen wir heute ein sonniges Kokoscurry oder wie ein finsteres Spiegelei. www.astrotv.de, da können Sie die Spielregeln noch mal nachlesen. Und Sie haben noch knapp 10 Minuten vielleicht Zeit, um auf unseren Anrufbeantworter zu sprechen. Wir quatschen noch ein bisschen, bevor es zum Anrichten geht. Ein bisschen, glaube ich, brauchen die Zucchinis wahrscheinlich noch, oder? Bei mir haben sie ein bisschen länger gebraucht. Also, wenn du das jetzt schneller hinkriegst als ich, das dann... Ging jetzt, also das geht eigentlich recht schnell, aber die kann man, das macht auch nichts, wenn das so ein kleines bisschen einköchelt. Dadurch kommen die Gewürze noch mal und die Geschmäcker werden noch mal so ein bisschen, das Ganze wird noch ein bisschen intensiver und... Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also es ist ja noch ein bisschen, ich habe einen großen Topf gemacht, da ist ein bisschen auch noch was übrig geblieben und ich habe es am nächsten Tag auch noch mal gegessen und es war fast noch ein Stückchen leckerer am nächsten Tag. Sage ich auch immer. Gerade bei diesen Sachen, Eintöpfe ja auch ganz oft, ne? Also auch unsere klassischen deutschen Eintöpfe, aber auch diese mit den die Curries durch die Gewürze, die werden dann noch mal ganz anders aktiviert und deswegen immer gleich, sage ich auch immer, in größerer Portion kochen, man kann es auch einfrieren, man kann es sich in der Woche noch mal anders kombinieren, einfrieren vielleicht, dass man einfach schnell auf was Leckeres, Gesundes zurückgreifen kann. Genau, und um Gesundheit geht es dir, um Menschen geht es dir auch. Also auch ihr, was mittlerweile angesagt ist, seid ja eine Art Lebensberater. Also es geht um Ernährung, es geht um ein gutes Gefühl. Also auch da geht es natürlich um neue Wege, die man gehen kann. Und ich habe gerade gesagt, also auch auf der Internetseite von Naturally Good. Genau. Natürlich gut, genau. Findet man viele Informationen auch über gewisse Reisen, die du bald anbietest, und zwar deine Retreats-Reisen. Corona-Zeit natürlich ist schon auch ein bisschen, gibt es eine Sicherheit, gibt es keine Sicherheit? Also momentan steht das alles noch. Also ich biete 2 Retreats an, 1 in Österreich und 1 auf Mallorca. Das sind immer so die Highlights des Blogs, meiner Arbeit auch mit der Community und ganz besonders einfach, weil sie diesen ganzheitlichen Ansatz da nochmal komplett auch abbilden. Ne? Also da werden Workshops gemacht, wir starten mit Yoga und Meditation in den Tag, wir kochen gemeinsam, es gibt Ernährungsinput in Form von Vorträgen, aber alles auf eine ganz lockere, entspannte Art und Weise und am Ende soll natürlich jeder einfach eine gute Zeit haben, Zeit für sich finden, da wieder mehr in die Balance kommen, sich mit anderen austauschen und das ist immer etwas, ein besonderes Highlight. Ja, du hast ein paar Bilder mitgebracht, also wie es auf diesen Retreats unter anderem zugehen kann. Das bedeutet, die ist natürlich die Umgebung auch ganz wichtig. Wir wissen ja auch, die Umgebung spielt auch auf unsere Seele eine ganz große Rolle. Mhm. Schöne Dinge bewegen uns natürlich auch. Genau, das sind jetzt Ausschnitte aus meinem Mallorca-Retreat, das im November stattfinden wird. Und ja, da sieht man einfach, ne, wie wir morgens mit Yoga in den Tag starten. Dann gehen wir, machen, also es sind
sind unterschiedliche Programmpunkte immer auf dem, im Programm selber. Wir machen Sport, wir kochen gemeinsam, da sieht man das Kochen dann auch und haben aber auch einfach, nehmen uns die Zeit für uns, also gehen einkaufen, gehen ans Meer gemeinsam und ja, versuchen einfach uns selbst wieder in Balance zu bringen und uns selbst was Gutes zu tun. Und ein Event rein für Frauen, also Männer habe ich da jetzt nicht gesehen, die lassen wir zu Hause und man will schon auch in einer ganz bestimmten, vielleicht auch ja doch anderen Energie miteinander sich austauschen. Genau, also das ist der Fokus jetzt da. Mit Frauen, also da reise ich mit Frauen, genau. Wie lange dauern diese Reisen? Also wie viel Zeit muss man in Anspruch nehmen? Gibt es noch Plätze? Also, es gibt noch Plätze, auch normalerweise eher nicht, aber Corona bedingt dann momentan noch auch Ängste ein wahrscheinlich, bisschen ne, von offen. Einigen, aber es findet statt, definitiv. Und es gibt noch ein paar Plätze, also es ist noch nicht ganz ausgebucht. Und es sind maximal 15 Teilnehmer. Also dass man eben auch, oder ich vor allen Dingen auch für die Teilnehmerinnen selber genug Zeit habe, um da auf Persönliches einzugehen. Und das, finde ich, ist ja genau dieses Wichtige heutzutage wieder. Diese Anonymität, die vielleicht in den 90er Jahren, 80er Jahren irgendwie so gelebt worden ist, die wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt wieder die Persönlichkeit. Wir wollen wieder ran an die Menschen, die Bücher schreiben, die man vielleicht auch aus der Öffentlichkeit kennt, aber die eben dann doch auch als Vorbilder anzusehen, aber von euch halt dann auch zu lernen, ne? Ja, ich denke, da spielt dann eben zum einen der persönliche Austausch, aber auch dieses Authentische. Ne? Und dann vielleicht auch wirklich in der Praxis mal schauen, ja, funktioniert das denn auch alles, was sie da vielleicht so sagt? Also hier sind wir ja jetzt mit dem Rezept auch auf der... Oh ja, apropos Rezept, wie sieht es denn aus? Können wir schon anfangen? Weil vielleicht erzählen mal die kann ersten, man natürlich immer viel. Die ersten Tellerchen voll zu machen. Mhm. Aber ich muss sagen, meins sah auch so ähnlich aus. Also das ist schon mal gut. So. Könnte man so eine Battle machen, weißt du? Also das gleiche Gericht kochen finde ich auch mal gar nicht so schlecht. Wir haben ja schon unsere Koch-Challenge mal gemacht. Ja. Und dann, dass zwei das gleiche Gericht bekommen. Und dann muss man gucken. Sandra. Ja, auch gar nicht schön. Wobei natürlich das Abschmecken immer dann das ist, was letztendlich auch nochmal, der eine ist lieber ein bisschen würziger, der andere lieber weniger würzig. Und da ist es oftmals so, wenn man vergleicht, dass es wirklich ganz anders, unterschiedlich nochmal rauskommt. Ja. Also ich liebe das ja, wenn wir über gute Ernährung und über Küche reden. Ich gebe es zu, ich lasse mich natürlich auch sehr, sehr gerne bekochen und bin dann auch immer ganz froh, wenn jemand wie du da ist. Aber man konnte es wirklich sehen. Man kann nebenbei einfach wirklich dieses Gericht zaubern und man bekommt eben etwas ganz Außergewöhnliches, schnelles Gäbelchen. Sehr lecker, kommt da von Frau Kubica. Sehr lecker. Kann man gut nachkochen, ne? Kannst du auf unserer Facebook-Seite dann nachgucken, da gibt es dann das Buch. Ja, das Buch ist natürlich super zu empfehlen. Sie wissen ja, Sie können eins gewinnen. Ich muss jetzt den Geschmackstest natürlich machen. Weil du natürlich die Probe hast. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, wenn es so ähnlich schmeckt, dann ist es ja auch gut. Also dann sieht man ja, dass es eben... Dass es funktioniert. Hall. Sehr lecker. Braucht man kein Fleisch. Braucht man kein Fleisch, sage ich immer. Nee, also das ist ja auch etwas, was bei dir, du bist jetzt auch nicht nur für die vegane, vegetarische Ernährung da, aber auch da müssen wir wieder zurückgehen in Zeiten, wo es halt den Sonntagsbraten ganz gab. Genau, also ja. Wenn man es eben so macht und wenn man eben sagt, wir gönnen uns mal was, dann soll man sich halt auch was gönnen. Genau. Aber dann darf es eben auch nicht wahrscheinlich das Fleisch sein, das wir einfach mal so nebenbei jeden Tag in den Supermärkten finden. Genau, das ist der Ansatz. Und das ist das, was ich schon seit Jahren natürlich dann auch versuche zu vermitteln, dass man einfach hinter die Kulissen schaut. Ne? Wo kommt was her? Im besten Fall, manchmal hat man
noch die Möglichkeit, zum Bauern oder auf den Markt gehen. Wochenmarkt ist ein gutes Stichwort. Einfach da mal sich auch wirklich mit den Produzenten unterhalten, mit den Bauern vor Ort unterhalten und mal nachfragen. Und wir haben die Möglichkeit, und das ist eben dieses Schöne, und man bekommt selbst, wenn man vielleicht ans Haus gebunden ist, mittlerweile tolle Produkte, die man sich zum Beispiel auch liefern lassen kann, mit selbst einem ökologischen, nachhaltigen Hintergrund. Also auch da kann man dann zum Beispiel auch hier den CO2-Haushalt trotzdem reduzieren, indem man vielleicht in irgendeiner Form 3 Cent mehr ausgibt, aber dafür eben auch eine kleine Spende noch gibt. Also wir haben Möglichkeiten, wirklich achtsam durchs Leben zu laufen und nicht eben mit Scheuklappen. Ne? Genau, ein gutes Gefühl hat man natürlich dann auch dabei. Vielen Dank, das war sehr, sehr schön, meine Liebe. Wenn du mal wieder in Berlin bist, du weißt, es gibt ja noch ein paar Gerichte, die wir nachkochen können. Jetzt gucken wir erstmal auf den Spruch des Tages, was der zu sagen hat. Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, der wird glücklich. Na, so ist es nun mal. Sie wissen, wenn Sie das am Wochenende nachkochen wollen, es lohnt sich auf jeden Fall. Unser Rezept später noch bei Facebook, also gucken Sie da ruhig auch noch mal vorbei. Ansonsten ein sonniges Wochenende. Wir haben jetzt wieder ein paar Tipps gegeben, oder? Kochen Sie mal zu Hause oder machen Sie sich Ihre Nägel. Ich muss das nochmal sagen. Wie Frau Kubitzer, die ist jetzt neben Lebensberatung auch noch Nageldesignerin geworden. In diesem Sinne, wir sehen uns am Montag wieder zur erstmals meiner vorletzten Woche. Dann ist der Jens wieder da. Freuen Sie sich drauf. Bis dahin. Tschüss. Servus. Vielen Dank. Das war...